Ich freue mich, euch hier zu diesem Meditationskurs begrüßen zu können und kann nur sagen, dass ich hoffe, dass ihr alle, jeder Einzelne, Einsicht davon mit nach Hause nehmen werdet und es hilfreich finden werdet. Wenn unterwegs während des Kurses Schwierigkeiten auftreten, dann sind sie einzig und allein dazu da, um davon zu lernen. Weiter gar nichts. Wenn man den Schwierigkeiten wegläuft, dann hat man nichts gelernt. Dann hat man so gemacht wie immer. Die Schwierigkeiten sind immer in einem selber. Und sie sind dafür da, dass wir etwas Neues in uns erkennen können. Daher sind sie begrüßenswert. Das ist die einzige Art und Weise, mit ihnen umzugehen. Sie vielleicht nicht erfreut, aber jedenfalls als einen guten Bekannten zu begrüßen und etwas damit anzufangen. Wie ihr wisst, bin ich gesundheitlich nicht allzu gut auf dem Pfosten und bin daher nicht sehr viel hier in der Halle. Aber ihr könnt ganz sicher sein, dass ich bei jeder der von mir geleiteten Meditationen und Kontemplationen und allen Kassetten, die ihr hören werdet, in Gedanken dabei bin und euch dabei versuche, so gut ich kann, zu unterstützen durch jegliche mir vorhandene Kraft, die ich habe. Diese Unterstützung ist aber nur so weit für jeden vorhanden, wie er sich eröffnet. Alles ist für jeden nur so weit vorhanden, wie er oder sie sich dafür öffnen. Keiner kann etwas für einen anderen tun. Jeder muss es selber machen. Was wir hier gemacht haben, wie euch sicher der Buddy gesagt hat, unter reichlichen Schwierigkeiten, ist die optimalsten äußeren Umstände herbeizuführen, die uns möglich waren. Nicht ganz einfach. In einem Platz, der an sich für solche Kurse gar nicht so geeignet ist, Tonhalle und so weiter. Aber ich glaube, wir haben es doch noch recht gut hinbekommen. Soweit ihr euch öffnet, so weit ist Kraft vorhanden. Der Titel dieses Kurses heißt Mystik ist kein Mysterium. Und es wird sehr häufig geglaubt, dass das es so wäre, dass die Mystik irgendein Geheimnis ist. Es ist natürlich nichts anderes wie eines von den vielen Fehlgedanken, mit denen sich die Menschheit immer wieder beschäftigt. Karl Rainer, einer der bekanntesten Theologen unserer Zeit, hat gesagt, wenn der Christ des 21. Jahrhunderts kein Mystiker wird, dann wird er gar nicht mehr sein. Er hätte genauso gut sagen können, wenn der Mensch des 21. Jahrhunderts kein Mystiker sein wird, wird er gar nicht mehr sein. Natürlich von seiner Warte aus gesehen war es der Christ. Das ist klar. Von meiner Warte aus gesehen ist es der Mensch im Allgemeinen, jeder. Das 21. Jahrhundert ist in 2,5 Jahren da. Ich glaube, es wäre Zeit, sich auf den Weg zu machen, wenn man es nicht schon gemacht hat. Einige von euch haben sich ja schon auf den Weg gemacht. Ich kann ja nicht umhin, einige von euch schon gut zu erkennen und lange zu kennen. Aber manche reden sich ein, dass sie irgendeinen Weg
hätten. Wenn man kein Mystiker wird, hat man keinen Weg. Was ist denn ein Mystiker überhaupt? Irgendwas ganz Schwieriges oder Absonderliches? Überhaupt nicht. Ein Mystiker ist vor allen Dingen erstmal ein Mensch, der mit beiden Füßen auf dem Erdboden steht. Die Mystiker sind die größten Pragmatiker. Der Buddha war ein Mystiker. Meister Eckhart war ein Mystiker. Teresa von der Villa war eine Mystikerin. Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Erdboden. Eins der Aussprüche von Teresa von der Villa, die ich am meisten liebe, sind: Ich brauche nicht noch eine heilige Nonne, ich brauche eine, die Toiletten putzt. Wir auch. Genau dasselbe. Bei uns redet sich also sowieso keiner ein, er ist heilig. Aber Toiletten putzen ist mindestens so wichtig. Das sind Menschen, die der relativen Ebene, von der wir gleich sprechen werden, klar ins Auge schauen, aber genau wissen, dass es noch was anderes gibt. Und dieses andere berührt haben. Es gibt in jeder Religion die Mystik. In der jüdischen Religion sind es die Kabbalisten. In der Hindu-Religion ist es Advaita Vedanta. Bei Muslimen sind es die Sufis. Die christlichen Mystiker habe ich einige schon genannt. Es gibt natürlich noch viel mehr. Tauler, Seuse, es gibt noch viel mehr. Das sind die berühmtesten Deutschen. Aber aus dem Mittelalter, aus ein paar Jahrhunderte her, an sich natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein ein paar Jahrhunderte. Aber es nutzt herzlich wenig, wenn man jetzt lebt, dass vor ein paar Jahrhunderten reichlich Mystiker vorhanden waren, hier in Deutschland. Im Buddhismus ist der Mystiker der, der die meditativen Vertiefungen dazu verwendet, um mit ihnen zu leben. Nicht nur, um sich eine angenehme Meditationsperiode zu schaffen. Das gehört auch dazu. Ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Mit ihnen zu leben. Es gibt keine Religion, wo die Mystik nicht der Weg ist. Und was bedeutet es außerdem? Nicht nur, dass ein Mystiker vollkommen pragmatisch ist. Es bedeutet außerdem, dass ein Mystiker eine andere Realität berührt. Im eigenen Bewusstsein. Es gibt daher eine ganze Anzahl Dichter, die Mystiker sind, und sie sind unsterblich. Einer der bekanntesten im englischen Sprachraum ist Wordsworth. Auch Goethe war ein Mystiker. Wenn man eine andere Ebene berührt, Shakespeare, einer der bekanntesten, die haben es nicht religiös erklärt, sondern einfach eine andere Bewusstseinsebene. Und diese andere Bewusstseinsebene bedeutet, dass man diejenige, auf der wir täglich leben, natürlich erlebt. Das ist gar keine Frage. Sie existiert, sie ist da und sie heißt relative Wahrheit. Die ist wahr. Die ist nicht unwahr, aber die ist relativ. Und sie ist nicht zufriedenstellen. Und erst derjenige oder diejenige, der gemerkt hat, aber ganz deutlich mal gemerkt hat und sich darüber ganz im Klaren ist, dass diese Ebene, auf der tagtäglich gelebt wird, nicht zufriedenstellend sein kann, erst der kann sich auf den Weg machen. Nicht, weil er gerne diese relative Ebene ein bisschen angenehmer haben möchte. Da gibt es ein entzückendes japanisches Lied, was ich mir in Übersetzung aufgeschrieben habe. Nachdem
sich alle die Menschen richten, von denen ich eben gesprochen habe. Ständig ein Klima wie im Mai. Abends immer Licht wie beim vollen Mond. Selbst immer 18. Der Ehemann steht 20. Drei gute Kinder, die niemals sterben. 10.000 Taler im Sack, die sich nie erschöpfen. Und auch nach dem Tod ein Zustand, als ob man leben würde. Ich hätte es gern ein bisschen angenehmer. So soll es sein. Ist ein hübsches Lied, ne? Es zeigt uns die Absurdität dessen, was wir machen. Jetzt gehe ich ein bisschen meditieren, damit es bei mir zu Hause dann besser wird. Oder ich gehe ein bisschen meditieren, damit ich mich nicht immer so aufrege, wenn es nicht gut ist. Nicht das Letzte ist doch bestimmt wahr, oder? Stimmt das bei irgendjemandem nicht? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wär's doch schon. Darum geht's doch. 10.000 Taler im Sack, die sich nie erschöpfen. Selbst immer 18, der Ehemann 20. Na, sowas Absurdes, sowas gibt's nicht. Und daher kann's nie geschehen, weil's einfach nicht gibt. Ist so gut ausgedrückt wie noch nie. Das kann man auswendig lernen, sich mal immer wieder vorsagen. Lauter absurde Wünsche. Jetzt werde ich mal ein bisschen spirituell werden, dann wird zu Hause bestimmt alles viel besser klappen. Mein Partner wird mich doch lieber haben dann. Weil der möchte auch spirituell sein. Oder die möchte spirituell sein. Und dann wird mich lieber haben. Wird mich mehr anerkennen, weil ich dann so spirituell bin, wenn ich nach Hause komme. Nix will ich sein. So geht's nicht. So funktioniert's nicht. So kann man's nicht machen. Und so wird's immer wieder versucht. 160 auf einmal, neulich waren 215 auf einmal. Dann kommen 900 und wollen's machen. Es funktioniert nicht. Ist ganz egal, wie viele kommen. Keiner kann's machen auf die Art und Weise. Es geht nicht. Und dennoch, ganz hinten im Hinterkopf sagt ein kleines Stimmchen, es müsste doch aber gehen. Ich habe mir es doch so gut vorgenommen. So ein bisschen mehr spirituell, das muss doch gehen. Es geht nicht. Auf der relativen Ebene, der Ebene, auf der wir leben, die Ebene der relativen Wahrheit, gibt es keine, erstens mal, keine Spiritualität, keine Religiosität, davon funktionieren ja die Religionen nicht. Alle miteinander funktionieren ja nicht. Es ist nicht eine, die nicht funktioniert, die funktionieren ja alle nicht. Weil alle versucht werden, auf der relativen Ebene sie aufzubauen. Da gibt's nichts, da gibt's keine Religiosität, da gibt's keine Spiritualität. Und da gibt's keine Erfüllung. Was man auf der relativen Ebene bewerkstelligt, wenn man endlich mal begriffen hat, dass es zwei gibt, eine relative und eine absolute, ist die Lernsituation. Da lernt man was. Und wenn man das einmal sieht, dass hier diese Ebene zum Lernen da ist, dann hat man sie richtig gepackt. Nur zum Lernen, zu nichts anderem. Sie ist nicht dazu da, um uns zu befriedigen. Sie ist nicht dazu da, dass wenn wir das ein bisschen klüger anpacken, dass es dann auf einmal funktioniert. Es denkt gar nicht dran zu funktionieren. Nichts funktioniert, weil es sich ständig verändert. Und nicht nur darum, weil es keinen Inhalt hat, der funktionieren kann. Was ist denn der Inhalt der relativen Ebene? Der Inhalt der relativen Ebene, auf der wir uns tagtäglich bewegen, ist Dualität. Ich hab's gern, ich hab's nicht gern. Ich möcht's haben, ich möcht's loswerden. Ich möcht gefallen, ich möcht geliebt werden. Ich möcht's bekommen. Auf dieser relativen Ebene geht's durch die Sinneskontakte. Das, was ich sehe, höre, schmecke, rieche, berühre und denke. Sicher gibt's da was Angenehmes. Wie lange hält denn das? Wie lange hält denn das, was gut schmeckt? Wie lange hält denn das, was hübsch aussieht?
Und wie lange hält denn das, wenn ich endlich mal einen vernünftigen Gedanken gepackt habe? Oder einen liebevollen? Oder einen, der beglückend ist? Wie lange hält denn der? Ihr habt ja nun schon in diesem Kurs gesessen und meditiert. Wie lange halten denn die umherschwirrenden Gedanken? Glücklicherweise nicht sehr lange. Leider kommt gleich ein neuer. Aber auch der hält ja nicht. Also ganz abgesehen davon, dass das an alles nicht halten kann, ist der größte Fehler, der dabei gemacht wird, dass die ständige Wiederholung von dem Denken, vom Sehen, vom Hören, vom Riechen, vom Schmecken, die ständige Wiederholung den Eindruck in uns erweckt, als wäre es ständig vorhanden. Dabei ist es nichts als ewiges Wiederholen. Es kommt, es geht, es kommt, es geht. Man sitzt in der Meditation, Gedanke kommt, man hat sogar sich erinnert, dass man es etikettieren soll, kann ja möglich sein, sich einer daran erinnert hat, und bums ist er weg und schon kommt ein anderer. Und dann, wenn man was sieht, das Auge kann auch nicht mehr aufbleiben. Es muss blinken die ganze Zeit. Sonst geht's kaputt. Nichts kann bleiben, es wird sich, ändert sich die ganze Zeit. Und es ist ein Glück, denn es wäre sonst unerträglich. Wir könnten es überhaupt nicht ertragen. Und stelle sich vor, man müsste Stunden um Stunden um Stunden sich mit einem und demselben Gedanken rumschlagen. Was natürlich manche Menschen machen. Aber auch der kommt und geht. Sie holen sich nur immer wieder vor. Natürlich ist da immer ein Gedanke, der äußerst unangenehm ist, den sich immer wieder vorholen. Er verschwindet von ganz alleine, dann holen sie ihn wieder. Und dann immer wieder. Also auf dieser relativen Ebene ist nichts vorhanden, es existiert nichts, was total erfüllend sein könnte, was überhaupt eine innere Befriedigung geben könnte, auf die man sich verlassen kann. Und erst wenn man das eines Tages mal gemerkt hat, wird man sich auf den Weg machen. Auf den wirklichen Weg. Denn bis dahin ist man sozusagen Amateur. Ein bisschen hier, ein bisschen da, es wird schon besser werden. Ja, die Hoffnung, es wird schon besser werden, ist ja nicht fehl am Platz, man soll ja hoffen. Aber wie lange? Wann setzt man diese Hoffnung in Ruhestand und macht nun wirklich was? Erst wenn man wirklich in Ruhestand geht, ist zu spät. Ganz garantiert. Es ist viel zu spät. Da ist das Alte so eingefahren, da ist das Alte so durchwachsen mit einem. Da kann man nicht mehr los davon. Muss jetzt anfangen. Außerdem ist das 21. Jahrhundert nicht mehr lange weg. Und ein Mystiker hat noch außerdem noch eine Eigenschaft, was in allen Religionen zu Worte kommt. In den mystischen Teilen der Religion, nicht in der Religion selber. Er hat das Gefühl, das innere Gefühl des Einsseins, der Einheit. Und wenn wir das nicht mal eines Tages bekommen, dann ruinieren wir den Planeten unwiderruflich. Wir haben es ja schon beinahe geschafft. Wenn man sich darum mal interessieren würde, darüber nachliest, mal sieht, was wir schon alles zerstört haben, dann kann man erkennen, ganz deutlich, dass wir es schon beinahe geschafft haben. Noch nicht ganz. Aber ein Mystiker ist ein Mensch, der die Einheit erkennt. Nicht nur die Einheit von allen Menschen oder vielleicht sogar die Einheit von allen Religionen.
Oder eventuell sogar nur die Einheit von den Religionen, mit denen er was zu tun hat. Was alles ökonomisch heißen soll. Sondern die Einheit von allem, was existiert. Die ganze Existenz ist eins. Und nur dann können wir als Spezies weiter überleben. Und das ist eigentlich das, was gemeint ist. Dass wenn der Mensch kein Mystiker wird im 21. Jahrhundert, dann wird er gar nicht mehr. Also sollte man damit rechnen, dass man sowieso in 2,5 Jahren tot ist und nach einem die Sintflut, dann interessiert einen das vielleicht nicht mehr. Die meisten Menschen rechnen nicht damit, dass sie in 2,5 Jahren tot sind, auch wenn sie noch so alt sind. Die meisten Menschen rechnen damit, dass sie recht lange noch überleben werden. Und sollte ihnen das nicht gegönnt sein, dann sind sie böse drüber. Obwohl das eine und andere überhaupt nichts zu tun hat. Das ist alles auf der relativen Ebene. Also sollten wir Interesse haben, überhaupt die unsere Umwelt erstmal in einer Art und Weise zu behandeln, die für einen Mystiker selbstverständlich ist, dann müssen wir selbst Mystiker werden. Und in Lehre des Buddhas ist das nicht schwierig, denn es ist genau erklärt und ich werde auch noch darüber in Einzelheiten sprechen und es ist genau machbar. Und man muss nicht jemand Besonderes dazu sein, denn keiner von uns ist was Besonderes. Wir sind alle eine Einheit. Wir sind nichts Besonderes. Und man sich noch so sehr einredet, aber ich müsste doch was Besonderes sein, was ich schon alles gemacht habe in diesem Leben. Und dann eine Liste macht von dem allen diesem ganzen spirituellen Zeugs, was man schon gemacht hat. Deswegen ist man noch lange nichts Besonderes. Es gibt nichts Besonderes. Es ist alles eins. Es ist alles Schöpfung. Und in dieser Schöpfung besteht eine Ursache und eine Wirkung. Und die Wirkung ist die Schöpfung und die Ursache, von der werden wir noch sprechen. Die Ursache ist nicht ein Schöpfer. So dass wir alle ganz selbstverständlich auf derselben Ebene sind. Mit allem um uns herum. Und vielleicht können wir das sogar noch auf der relativen Ebene, auf der wir uns jetzt bewegen, mal erleben. Wenn wir uns zum Beispiel Blumen, Bäume, Sträucher, Rasen, Wiesen, Täler, Bäche, Flüsse anschauen und hineinspüren in deren Vitalität. Ein Mystiker macht das, ohne dass man ihn daran erinnern muss. Aber ein Mensch, der auf der relativen Ebene lebt, kann das ohne weiteres. Man muss ihn nur daran erinnern. Hineinspüren, hier sind genug Büsche und Blümchen und Wiesen und die Donau ist ganz nah. Hineinspüren. Was ist das für eine Vitalität? Ist das die gleiche, die ich habe? Das ist auch ein Teil des Mystikers. Das Pragmatische, die Einheit und das andere Bewusstsein. Und dieses andere Bewusstsein kommt natürlich erst zutage, wenn die Meditation so weit gediehen ist. Aber auf der Ebene der Relativität, der relativen Wahrheit, auf der, von der wir jetzt im Moment sprechen, und auf der wir uns jetzt im Moment befinden, müssen wir erkennen, dass das, was wir erleben in uns und um uns herum, nur ein winzig kleiner Teil ist von dem, was existiert. So winzig, dass es sich kaum lohnt, deswegen gelebt zu haben. Was sich lohnt, ist, gelebt zu haben, um diesen kleinen Teil
zu vergrößern. Aber nur, wenn man weiß, dass mit all den Begierden, die wir haben, die in diesem japanischen Lied doch entzückend ausgedrückt sind, nur Unsinn daraus kommt. Bei den ganzen Begierden kommt nur Unsinn daraus. Das ist doch ganz deutlich erklärt, ne? Deutlicher geht's doch gar nicht mehr. Und diese Begierden, von denen wir uns einreden, teilweise sogar einreden, dass sie spirituell sind. Das ist dann mal das Allerschwierigste. Wenn man davon jemanden überzeugen möchte, dass das nicht der Fall ist, kann man gleich aufgeben. Der muss sich selber überzeugen können. Die spirituellen Begierden, die sind die Allerschwierigsten. Und dann gibt es da noch die Begierden, wo der Geist sagt, na, das muss ich aber haben. Kein Mensch weiß wieso. Das hat man sich eingeredet. Braucht sich nur an dieses Gedicht, dieses Liedchen zu erinnern hier. Ich vorgelesen habe, das heißt, das muss ich haben. Das geht doch sowieso nicht. Kann ja nicht funktionieren. Also man muss vor allen Dingen mal an dieser relative Ebene, in der wir leben, herantreten und sehen, dass nichts funktioniert. Zwischendurch gibt es, was ich Pausen nenne. Es geht mal zwischendurch besser. Keiner sagt irgendwas Unangenehmes, was ja vor allen Dingen im Meditationskurs der Fall sein sollte. Keiner sagt überhaupt was. Deswegen spüren wir trotzdem die Ausstrahlung. Also keiner sagt was Unangenehmes. Man denkt sogar nicht mal was Unangenehmes. Na wunderbar. Und wie lange hält die Pause an? Bis zum nächsten Gedanken. Was ist dann? Geht's wieder von neuem los, ne? Und dann könnte sogar noch passieren, dass irgendeiner was sagt. Was zwar nicht der Fall sein sollte, aber es kann ja passieren, ne? Oder dass man irgendwas hört, was einen derartig stört, dass man sich einredet, dass man sowieso nicht meditieren kann. Sonst jemand hustet ganz laut oder der Nachbar ruckelt hin und ruckelt her. Also man hört, dann ist schon wieder alles kaputt. Muss ich mal darüber klar werden, dass auf dieser relativen Ebene es zwar Pausen gibt, Pausen der Unannehmlichkeiten, wo man sich dann einigermaßen angenehm fühlt und daher die Idee bekommt, dass man nichts weiter im Leben zu tun hat, als die Pausen zu verlängern. Und dieser letztere Satz trifft auf 99,8% der Menschheit zu. Und gerade in unserer wohlhabenden Gesellschaft ist jeder, bis auf ganz kleine Teile, damit beschäftigt, diese angenehmen Pausen zu verlängern durch irgendwelche Sinneskontakte, durch irgendwelche Menschen, die einem diese Pausen angenehm machen sollen. Es geht nicht, es funktioniert nicht, es hat noch nie funktioniert. Es ist wichtig, darüber mal nachzudenken, eine Kontemplation für sich selbst zu machen. Wann war ich unabhängig und bedingungslos glücklich? Wann? Was war da geschehen, wie ich unabhängig von äußeren Umständen, bedingungslos, ohne äußere Bedingungen, glücklich war? Und sich so mal aufschreiben. Welche Pause war das? Und versuche ich jetzt, diese Pause zu verlängern. Auf dieser relativen Ebene ist jeder eine eigene Persönlichkeit. Und es sieht ja auch optisch so aus. Sieht ja so aus, als ob jeder begrenzt wäre, da wo der Körper aufhört und eine eigenständige Person ist. Und für diese eigenständige Person jetzt das sucht, was er unbedingt haben will.
Und natürlich dann sagt man, also das japanische Lied, das ist ja Unsinn, das suche ich ja gar nicht. Will ja gar nicht 18 sein, 38 genügt ja auch. Ist auch unmöglich, ist genauso unmöglich. In Amerika war ein sehr guter Komödiant am Fernsehen, wie ich noch vor vielen 40 Jahren Fernsehen mal gesehen habe, oder ja, so lange ist es ungefähr her. Hieß Jack Benny. Der war weit über 60, der hat jedes Jahr seinen 39. Geburtstag gefeiert. Der wollte nur mal auch nur erklären, was das für ein Blödsinn ist. Aber das haben wir alle mitgefeiert, gleich seinen 39. Geburtstag. Ich meine, der ist längst inzwischen tot. Also es muss ja nicht 18 sein. Aber auf der Ebene geht es nicht. Es gibt es nicht. Es ist einfach nichts vorhanden. Und wenn ein Mensch, der meditieren will, sich darüber klar wird, warum er eigentlich meditieren will, weil er diese Ebene verbessern möchte, dann sollte er sich gleichzeitig darüber klar werden, dass auf der Ebene sowieso nichts zu holen ist. Aber diese Ebene, diese relative Ebene, ist unsere Schule. Dazu ist sie da. Und das sagte ich bereits gleich am Anfang. Jede Unannehmlichkeit, und von denen gibt es ja unzählige, sollte begrüßt werden und nicht abgelehnt. Und vor allen Dingen auf keinen Fall jemand anders dafür verantwortlich machen. Ich hab's doch nicht gewusst oder ich hab's doch nicht gekonnt, weil. Es gibt kein Weil. Es gibt einfach, ich hab's nicht gewusst oder ich hab's nicht gekonnt. Ist in Ordnung. Die Formel heißt, erkennen, nicht tadeln, ändern. Niemand tadeln, weder sich selbst noch andere. Es ist so eine einfache Formel. Sich selbst erkennen. Jetzt gibt's Menschen, die sagen, das weiß ich. Es gibt eine Menge Menschen, die sagen, das weiß ich. Und Einzelne, denen man das vielleicht erzählt, die sagen, das weiß ich, es liegt nur an mir. Und was machen sie? Genau das Gegenteil. Da muss man den Unterschied zwischen kennen und können einmal feststellen. Was kenne ich und was kann ich? Der Unterschied ist im Allgemeinen immens. Denn gerade durch unsere übertriebene Informationswut, die wir haben, die ständig durch neue Errungenschaften geschürt wird, ist gar nicht mehr nur noch, dass man Computer hat. Nein, man muss schon Internet, E-Mail und Web haben. Bin ich schon informiert, was man alles haben muss. Ich weiß nicht, überhaupt nicht, wie es aussieht, aber soll man auch noch alles haben. Da steht immer noch mehr drin. Da findet man noch mehr Informationen. All das kennen wir. Und wie wir klein waren, da haben wir sogar gekannt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Haben wir gekannt. Das kennen wir. Und wer kann das? Kennen und können. Da ist sozusagen die Wasserscheide zwischen kennen und können. Man braucht nicht gar nichts zu kennen. Man muss nur können. Wenn man jetzt weiß, dass man sich selber untersucht und erkennt, dass es nur an einem selber liegt, dass daher also überhaupt kein anderer mitspielt, dass es überhaupt keinen gibt, der zu tadeln ist, mal weder man selber noch andere, dann hat man wenigstens den ersten Schritt getan. Da kann man sich einreden, sonst was. Die Eltern, der Partner, der Lehrer, der Nachbar, die Kinder, wer immer, ganz egal, was man sich einredet. Alles auf einer relativen Ebene, die nicht stimmt. Nichts davon stimmt. Alles hockt in einem selber drin. Und da, wo es drin hockt, kann man doch rausholen. Wenn man das nicht könnte, wäre es ja ein hoffnungsloser Fall. Und es gibt natürlich hoffnungslose Fälle, ist klar. Es gibt auf allen Ebenen hoffnungslose Fälle. Aber jemand, der sich dazu aufrafft, zu einem Meditationskurs zu kommen, der sollte ja
voll Hoffnung sein. Und das heißt, dass wir dieses Innenleben, mit dem wir ja ständig zu tun haben, nur mit nichts anderem zu tun hat, mit unserem Innenleben. Wir glauben zwar immer, es wird von außen geschürt, also nichts wie Anlasser, weiter gar nichts, dass wir das in Ordnung bringen. Und das ist die relative Ebene, der Läuterungsprozess. Der Läuterungsprozess, der ständig vor sich gehen muss. Und da denken natürlich viele Menschen auch, das wäre ja viel zu mühsam. Dann machen sie so weiter wie immer. Und hoffen, durch etwas mehr Engagement und vielleicht etwas noch mehr Kennen, ihre relative Ebene zu verbessern. Und dann müssen sie im nächsten Leben genau wieder da anfangen, wo sie aufgehört haben. Und so geht das immer weiter und immer weiter. Tausende und Abertausende von Leben. Aber derjenige, der da wiedergeboren wird, kann sich ja an nichts erinnern, was vorher mal los war. Wir können uns ja auch nicht erinnern, was vorher mal los war. Also stehen wir sozusagen wieder dem Nichts gegenüber und machen wieder schön weiter. Wie lange wir weitermachen können, ist fraglich. Das kann man heute nicht sagen. Sollte es nicht auf diesem Planeten möglich sein, vielleicht gibt es einen anderen, das weiß ich nicht. Muss sich rausstellen. Auf jeden Fall immer weiter. Die persönliche Frage heißt also, möchte ich so weitermachen? Immer weiter. Glaube ich wirklich, dass daraus was wird? Wenn ich das glaube, dann ist keine andere Möglichkeit vorhanden, als durch konzentrierte Meditation sich etwas Ruhe zu verschaffen und durch konzentrierte Kontemplation sich etwas Einsicht zu verschaffen. Das sind dann die beiden Möglichkeiten. Sollte man aber nicht weiter und weiter und weiter und weiter machen wollen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann kommt es, muss es aber so weit kommen, dass man erkennt, diese Ebene ist nichts wie eine Schulebene. Das ganze menschliche Leben auf der relativen Ebene ist als Schulung gedacht und in dieser Schulung ist alles, was auf einen zukommt, begrüßenswert. Ob das jetzt ein unangenehmer Zustand ist, mit dem man zu tun hat, oder eine Todesbedrohung, eine lebensbedrohende Krankheit oder unangenehme Menschen, das ist ganz egal. Das ist ganz gleichgültig. Alles ist dazu da, um uns zu zeigen, was auf der relativen Ebene existiert. Denn wenn die absolute Ebene einmal erkannt und gelebt wird, was natürlich einige Zeit dauert, ist weder Tod noch Leben vorhanden. Aber hier ist es nicht die ganze Zeit vorhanden, weil wir auf der Dualitätsebene leben. Und diese Dualität ist alles das, was wir gerne haben und das, was wir nicht gerne haben. Und das kann doch nicht gut gehen. Wenn doch ständig in Aufruhr, das loszuwerden, was wir nicht gern haben, und das an uns heranzuziehen, was wir gern haben. Und dieses Heranziehen dessen, was wir gern haben, ist mit viel Arbeit verbunden, weil es natürlich nicht immer vorhanden ist. Und sehr häufig überhaupt nicht in der Art und Weise vorhanden ist, wie wir es gern hätten. So wie das kleine Lied es ja ausdrückt. Es ist einfach nicht vorhanden. Also, jetzt müssen wir uns furchtbar bemühen, um irgendwo Ersatz zu schaffen oder irgendwas zu unternehmen, um es zu kriegen. Alles unnötige Arbeit. Man stelle sich vor, man liegt auf seinem Totenbett. Wozu hat man sich dann so bemüht, diese relative Ebene irgendwie noch angenehmer zu machen? Da gibt's da keine relative Ebene mehr. Da gibt's nur noch Loslassen. Und das ist das Schlüsselwort für diese Schulung, die wir hier durchmachen.
die Schulung der Ebene, die aus den Sinneskontakten besteht, aus der Persönlichkeitsglauben besteht, die nichts anderes ist als der Läuterungsprozess. Der Schlüsselwort ist loslassen, sich hingeben und nicht haben wollen, sondern geben wollen und nicht nach Anerkennung suchen. Die meisten Menschen sind nicht ungern bereit, hilfreich zu sein oder auch was zu geben, wenn es in ihrem Bereich steht und es nicht zu viel Unannehmlichkeiten macht. Und manche sind sogar bereit, eine Menge zu machen, aber sie wollen Anerkennung dafür haben. Im Prinzip soll man sie dafür lieben, weil sie so viel machen, weil sie so viel tun. Man sollte recht lieben dafür. Das ist ein heller Wahnsinn. Das ist bekommen. Ich suche was. Ich will was bekommen. Ich will Liebe bekommen. Es gibt nur eine Art und Weise, auf dieser relativen Ebene etwas zu lernen. Und zwar in dem Bereich. Und zwar, dass wenn ich Liebe empfinden möchte, dann muss ich sie verschenken. Wie viel einfacher könnte es noch sein? Es ist so simplistisch, dass man denken müsste, jeder käme von selbst drauf. Keiner kommt von selbst drauf. Jeder braucht einen spirituellen Pfad, in dem das deutlich zum Ausdruck kommt. Es hat überhaupt nichts mit Bekommen zu tun. Die ganze Spiritualität, das ganze Lernsystem, die ganze Schulung, nichts hat mit Bekommen zu tun. Ich möchte gern spirituell werden. Unsinn. Ich möchte alles loslassen, was ich in mir rumtrage. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber ich möchte gern spirituell werden. Oder ich möchte gerne eine spirituelle Beziehung haben. Gar nichts macht da Sinn. Ich möchte gern geliebt werden, macht auch keinen Sinn. Ich möchte mein Herz zum Lieben erziehen, ja, das macht Sinn. Verschenken und geben, das macht Sinn. Denn was passiert auf dem Totenbett? Alles muss man loslassen. Das ist ein effektives Loslassen. Aber soll man so lange warten? Denn wenn man nicht vorher daran gearbeitet hat, wird das wohl wie der altbekannte Todeskampf sein. Ich will ja gar nicht sterben, ich will ja gar nicht loslassen. Ich will ja da sein. Und die anderen Leute, die um einen herumstehen, die wollen dann auch da haben. Also hat man höchste Unannehmlichkeiten. Es wäre wohl vernünftig, logisch und pragmatisch, sich jetzt damit zu beschäftigen und jetzt loszulassen. Das heißt nicht jetzt zu sterben, das heißt jetzt loslassen von allem, was sich bei einem innerlich abspielt und was nicht zu Glück und Frieden beiträgt. Und mal sehen, wieso ich das überhaupt in mir rumschleppe. Was will ich denn eigentlich? Ich sage dazu immer, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Was will ich denn damit anfangen? Jetzt kann man mal schauen, wie alt bin ich heute? Ein paar von euch sind ja noch jünger. Die meisten sind schon bald bei der Mitte. Manche sind weit über die Mitte. Was möchte ich denn machen? Was habe ich denn vor? Ich hätte es gern angenehm. Ich hätte es gerne so, wie ich es mir wünsche. Naja, na, was wünsche ich mir denn? Alles soll nur so gehen, wie ich es haben will. Weiß ich denn überhaupt, was ich haben will? Das sind absurde Wunschträume, mit denen nichts anzufangen ist. Eine der Tore, die zur Erleuchtung führen, ist die Wunschlosigkeit. Das Loslassen auf Deutsch. Einfach loslassen. Es ist leider nicht einfach, wo wir uns immer einreden. Alles Mögliche muss gehabt sein, muss geschehen. Das ist auch noch so eine Sache. Was wir alles glauben, was geschehen muss.
Was muss denn eigentlich geschehen? Kann man nicht mal Schluss machen mit allem, was geschehen muss? Könnte man sich nicht zum Beispiel mal vorstellen, dass morgen ab, oder sagen wir mal ab heute Nachmittag, alles ohne einen selber geschieht? Scheinbar ist das doch möglich. Wir sitzen alle hier und da draußen geht alles weiter so wie immer. Also es geschieht doch ohne uns. Wieso müssen wir sonst immer ein? Wieso lassen wir das nicht einfach mal geschehen? Es ist bedeutend beruhigender und geruhsamer, es mal geschehen zu lassen, als immer einzugreifen, weil es so sein sollte, wie ich mir vorstelle. Aber wer hat einem eigentlich garantiert, dass unsere eigene Vorstellung überhaupt stimmt? Solange sie sich auf der relativen Ebene bewegt, kann sie überhaupt nicht stimmen. Solange sie mit einer Persönlichkeit zu tun hat, kann sie auch nicht stimmen. In dem Moment, wo wir uns separat voneinander fühlen, stimmt sie nicht. Im Moment, wo wir haben wollen, kann sie auch nicht stimmen. Also um was greifen wir denn da andauernd ein? Wieso lassen wir das nicht einfach mal geschehen? So wie es geschieht, hat es wohl seine karmischen Ursachen. Und diese karmischen Ursachen, an denen können wir sowieso nichts mehr ändern, sind bereits gelaufen. Das Einzige, was wir noch machen können, ist jetzt, und das gehört auch zu dieser Ebene, zu der relativen Ebene, ist recht gutes Karma machen. Und recht gutes Karma machen bedeutet, dass wir nicht so viel an uns selbst denken, sondern mehr an andere. Und dass wir dabei bei dem guten Karma machen vielleicht anderen behilflich sein können, aber nur so weit, wie wir uns selber schon geholfen haben. Wir brauchen uns nie einzureden, dass wir irgendjemand behilflich sein können, auf einer Ebene, die wir selber nicht beherrschen. Und behilflich sein, anderen behilflich sein, hat nichts damit zu tun, ihnen sozusagen Honig um den Mund zu schmieren, zu sagen, es ist alles in Ordnung, alles ist gut, es wird schon werden. Nichts wird werden. Das ist alles schon, wie es immer war. Es hat sich nichts geändert. Wir können es ändern. Ein Mensch, der sich ändert, ändert die Welt. Denn wir sind die Welt. Wenn zwei oder drei Menschen sich ändern, hat sich die Welt um vieles geändert. Wenn man mit der Welt nicht hundertprozentig zufrieden ist, und das wäre wohl für einen intelligenten Menschen nicht sehr schwierig, nicht zufrieden zu sein mit der Welt, dann braucht man nur sich selbst zu ändern. Weiter gar nichts. Deswegen ist die Welt genauso unzufriedenstellend wie immer. Aber etwas hat sich geändert. Und zwar die Ausstrahlung des Menschen, der sich innerlich geändert hat, hat kleine oder große Ausmaße und hat daher den Teil der Welt, wo sie hinstrahlt, geändert. Nur das gilt. Das ist auf der relativen Ebene möglich. Das ist auf der relativen Ebene unsere Befugnis. Dazu sind wir hier. Dazu leben wir auf dieser Ebene, wo wir immer wieder natürlich in die Falle tapsen, dass alles so ist, wie es aussieht. In Wirklichkeit glaubt das doch sowieso keiner, dass nur das, was wir sehen, existiert. Oder glaubt das jemand? Wir können doch nur bis zum Horizont sehen. Ist die Welt zu Ende am Horizont? Wir können nicht mal um die Ecke gucken. Ist die Welt zu Ende an der nächsten Ecke? Das glaubt doch keiner. Aber alle handeln danach, als ob das die Welt wäre. Die Welt sieht ganz anders aus. Aber hier ist die Läuterung. Und die Läuterung ist, erkennen nicht tadeln, ändern. Das Etikettieren der eigenen Gefühle und Gedanken und erkennen, dass sie von einem selber kamen. Und nicht irgendwelche bei den Haaren herbeigezogenen Ursachen finden, wieso sie kommen. Sie sind da. Sie sind gekommen, das genügt.
Der unheilsame Gedanke, diese unheilsame Emotion ist gekommen. Das genügt vollkommen. Da brauche ich nicht irgendwas bei den Haaren herbeiziehen, wieso? Ist auch gar nicht nötig und es ist bestimmt nicht richtig. Und dann immer wieder ändern. Aber das ist Achtsamkeit auf sich selber. Außerhalb der Meditation. Das ist etikettieren und mit dem Gegenteil ersetzen. Außerhalb der Meditation. Die ganze Zeit. Erst dann lernt man sich selber kennen. Und der Buddha hat gesagt, das ganze Universum im Mönche liegt in diesem klafterlangen Körper und Geist. Wenn man das Universum kennenlernen will, muss man auf dieser Ebene anfangen und sich selbst erkennen. Und wie ich schon einmal sagte, das ist der erste Schritt. Kennen, aber dann auch noch können. Das Gegenteil machen. Und da ist natürlich die große Schwierigkeit. Das ist genau wie wenn wir Bücher lesen. Wir lesen ein Buch, sind fertig, abgehakt, in die Bibliothek zurück. 3 Wochen später wissen wir noch nicht mal mehr den Autor oder den Titel. Wenn wir das mit den Büchern des Buddhas machen, oder den Erklärungen der Buddha-Lehre, kennen wir sie zwar, aber wir können nichts. Da muss man können. Und das ist der ganze Unterschied. Und das braucht Zeit, aber es braucht vor allen Dingen Hingabe. Und Hingabe bedeutet, sich selbst einmal vollkommen aufgehen lassen in dem, was man fürs Gute erkannt hat. Sich selbst aufgehen lassen. Natürlich wird das alles viel leichter, wenn man durch die Meditation andere Bewusstseinsebenen kennenlernt. Aber auf dieser Ebene ist der Läuterungsprozess, ist der Lernprozess vorhanden. Und deswegen ist sie eine ganz wichtige Ebene.